Und da sind wir wieder bei Ark Mobile. Wie versprochen, halt bevor ich jetzt Blutekelgel. Na toll, das ist ja irgendwas, was wir nicht wirklich brauchen. So, reparieren wir erstmal unsere Axt. Und dann, wenn wir sowieso schon in unserem Inventar sind. Erster kleiner Fiomia und dann starten wir mal die Quest, also die Mission. Hausfundamente errichten, fertige und positioniere mindestens 4 verbundene Strohfundamente. Halt das. Ahoi. So, so rum war's. Ja. Halt, wir gehen erstmal. Na komm. Ja, so funktioniert das. Ja, ich wollte das eigentlich noch aufheben. Und jetzt übertragen wir da mal alles da rein. Mit unserem kleinen Dodo. Damit der mal auf die ganzen Sachen aufpasst. So, und dann Strohfundamente. Zack, das brauchen wir. Das brauchen wir und das brauchen wir auch. Und dann stellen wir mal geschwind. Wo sind sie? Wo sind sie? Oh, das ist ja das Tolle hier. 1, 2, 3 und 4. Geschwind 4 Strohfundamente her. Damit wir die Quest mal schnell durchmachen, gibt ja dann hoffentlich auch viel EP. Müssen wir dann bloß mal gucken, wo wir das am sinnvollsten hinbauen. So, damit ist es das schon mal fertig. Ich habe beim letzten Mal nie wirklich ausgeräumt. Und entsprechend sieht das natürlich auch chaotisch aus bei mir gerade hier. So, dann zack. Ich guck mal. Ja, und meine Lootstrahlen sind auch noch da, da ich ja hier im Singleplayer spiele. Da ist das alles ein bisschen komplizierter. Aber ich habe da jetzt auch keine Lust. Keine Lust zu den Dingsbums, zu den Raptoren wieder zu gehen. Die ärgern mich ja nur. So. Türrahmen und Tür bauen. Ja, ich glaube, dann nehmen wir gleich mal hier alles ein kleines bisschen mit. Da nehmen wir aber nur die Hälfte mal mit. Wollen uns ja nicht gleich überladen hier. So, was haben wir jetzt? Türrahmen und Tür bauen. Das kriegen wir hin. Herstellung. Da ist die Tür und da ist der Türrahmen. Das machen wir auch gleich so. Praktisch. Und genau, da machen wir das hin. So. Zack. Mindestens 6 Wände. Na, das ist ja toll. Stellen jetzt erstmal eine Holzrampe her. Und dann 6 Wände. Und jetzt positionieren wir aber schon mal die Holzrampe.
kommen. Oder ist das ein Dach? Habe ich jetzt ein Dach gebaut? Was ist das? Schräges Holzdach. Oh. Okay. Gehen wir kurz in die Endkampfpunkte. Wo ist die Tastiholzrampe? Die bauen wir einfach mal schnell. Dann Erstellung. Und was fehlt uns? Holz. Das war so klar. Das war so klar. Ach ja. So ist das Leben. Und ich freue mich schon tierisch, wenn es Stein gibt. Weil dann sieht das Ganze etwas schöner aus und man erkennt besser, wo die scheiß Tür ist. So. Aber jetzt komm. Jetzt suchen wir uns die Holzrampe. Genau. So gefällt mir das. So, dann mache ich zu. Und jetzt ganz viele Wände. Stelle dein Haus fertig, indem du Strohdächer, mindestens 4, anfertigst, über deine Fundamente positionierst. Ja, dann so wie du es möchtest, Spiel. Strohdach 1, 2, 3 und 4. Ich bin ja froh, dass ich immer noch das ganze Zeug habe, was ich letztens noch gesammelt habe. Da habe ich den großen Vorteil, dass ich jetzt nicht fahren musste. So, Ort. So, 1, 2. Machen wir das so hier. So, dann geh hinein. Mission abgeschlossen. Ach ja. Ich sag euch, wenn man das Spiel kennt, dann ist es bestimmt ganz cool, wenn man am Anfang diese ganzen vielen kleinen Missionen hat und dann das Ganze hier durchspielen kann. So. Wir haben jetzt 2 Missionen abgeschlossen. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt gerade für eine Mission abgeschlossen habe. So, machen wir mal hier frisches Frühstück. Okay, wir brauchen einen Kochtopf und einen Wasserschlauch. Aber mein Problem ist gerade, uns fehlen gerade Endcrumb-Punkte. Also müssen wir jetzt mal Level verteilen. Das Tolle ist, wir haben 3 Level zu verteilen. Gewicht. So, machen wir 3 Level. Fertig. Jetzt haben wir natürlich den großen Vorteil. Wir haben einen Haufen Endcrumb-Punkte jetzt frei. Und jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wir brauchen den Wasserschlauch und wir brauchen den Kochtopf. Ich glaube, das lassen wir. Mehr machen wir jetzt einfach mal nicht.
Weil ihr wisst ja, wie es ist, wenn man zu viel macht, frisches Frühstück, starten drei neue Missionen, Ei beschaffen. Jetzt müssen wir gucken, wo wir hier rauskommen. Da. Wir lassen das mal so zu. Gelegt hat er nichts. Dann mal sehen, ob das funktioniert. Ja, hat funktioniert. Seltsame Zutaten. Du benötigst eine Karotte, ein Stück gebratenes Fleisch. Okay, also Dschungel fahren. Und was machen wir dann? Laufe ich eigentlich nackig rum, sehe ich, fällt mir gerade ein, ja. Ich laufe nackig rum. Okay. Dann machen wir das gleich so. Das kommt wieder da rein. Das kommt dahin. Das auch da rein. Das dahin. Und dann gehen wir kurz mal in die Herstellung. Ich stelle als erstes mal den her. Und dann machen wir dazu den hier rüber. Weil, wenn ihr euch richtig entsinnt, Herstellung. So, genau. Mal sehen, ob das Zeug dazu reicht. Was fehlt uns da noch? Ich glaube, eine Hose fehlt uns noch. Und dann können wir nämlich das alles wieder da drüben reinhauen. Dann so ausstatten. Oh, ich liebe es, wenn er dann immer irgendwo hinspringt. Nur um mir zu zeigen, wie toll ich da darin aussehe in den Klamotten. Aber das will ich ja gar nicht. So. Jetzt sind wir erstmal angezogen. So, wo ist die Tür? Da ist unsere Tür. Die falsche Tür. Ach. Okay. Dann lassen wir dich auf. Und jetzt. Genau. Jetzt gehen wir einfach mal gucken und wir brauchen ein Dschungelfarm. Da bin ich ja echt mal gespannt, ob wir da jetzt sowas finden. Also hier unten gab es ja Haufen von den Farmdingern. Okay, Bananenpflanze. Also ich muss mal sagen, also irgendwas haben sie hier geändert. Oder ist das jetzt wegen der Quest, dass ich jetzt hier erkenne, was da drinne ist? Aber ich habe so den Eindruck, ah, ich gucke mal auf die Karte.
Das ist. Ah, ich hatte jetzt die Vermutung, dass es irgendwie. Ah, jetzt komm, nicht schlagen. Ich hatte jetzt eigentlich die Vermutung, dass es mir irgendwie die Möglichkeit gibt, dass er mir sagt, wo ich dieses Dschungelfarm finde. Aber das war leider nicht so. Im Worst Case heißt es ja wieder in den Dschungel gehen. Und das ist ja eigentlich genau das, worauf ich dann eigentlich nicht so die intensive Lust habe. Farm. Ja, ich vermute mal, er wird jetzt am liebsten sehen, dass wir in den Dschungel gehen. Es wird schon wieder finster wie ein Bärenarsch, sage ich euch. Ja, ich glaube, das lassen wir jetzt. Du benötigst eine Karotte und ein Stück gebratenes Fleisch. Und ich glaube auch nicht, dass man den irgendwie austricksen kann. Jetzt gehen wir erstmal da, aber irgendwie Fleisch haben wir nicht. Wir hauen das jetzt mal da rein. Jetzt beschwert er sich natürlich, weil wir das alles dort rein tun, besonders die Eier. Aber ich sag mal so, wenn wir die Eier da rein tun, vergammeln sie nicht so schnell. Gefühlt zumindest. So, wir gucken jetzt, beschaffe das Ei. Ich muss jetzt nochmal die Mission. Ach so. Na, das ist ja nervig hier, sage ich euch. Zack. Zack, zack. Da musst du das Ei in der Tasche haben, seltsame Zutaten sammeln. Was war das eigentlich? Ach so, ja. Gut. Wisst ihr? Wir lassen jetzt die Quest. Zumindest erstmal für einen Teil. So. Dodo-Zähmen-Start. Also, wir brauchen eine Holzkeule. Wollen wir noch einen Dodo zähmen? Okay. Was brauchen wir da? Start. In Kammer ansehen. Ja, Genug Punkte haben wir ja. Ja, ich glaube, das werden wir dann mal angehen. Wir werden uns dann in der nächsten Folge werden wir uns mal um die Klamotten kümmern. Ja, die lernen wir dann auch in der nächsten Folge. Und dann werden wir einfach in der nächsten Folge Klamotten machen. Und ich mache jetzt ein Nickerchen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.